Willkommen bei Auto am Preppen mit Fritz. Heute, bevor wir mit dem Thema Klimawandel 2 anfangen, lassen wir uns doch einmal hören, was die Inuit, ein indigener Volksstamm, zum Thema Klimawandel für uns zu sagen hat. Die Inuit-Ältesten haben bereits im Dezember 2014 Alarm geschlagen. Die Erde sei in ihrer Position verrutscht und der Himmel habe sich geändert. Das sei überhaupt nicht beachtet worden. Es sollen sich aber Berichte mehren, dass eine Warnung ernst zu nehmen sein soll. Es gehe, so die Ältestenrat der Inuit, überhaupt nicht um einen menschgemachten Klimawandel, sondern darum, dass die Erdachse leicht gekippt sei und auch der Himmel habe sich verändert. Der Lauf der Sonne, ihre Aufgangspunkte und Untergangspunkte, die Stellung der Sterne und die Winde haben sich leicht, aber bemerkbar verschoben. Die Sonne geht im Winter früher auf und später unter. Früher habe es eine Stunde Licht im Mittwinter gegeben, heute sind es zwei. Die Tage werden länger und die Sonnenstrahlen wesentlich höher. Sie beobachten eine Zunahme der Schmelzen der Gletscher. Die Gestirne haben ihre Position verändert. Auch die Sterne und der Mond sollen ihre Position am Himmel leicht geändert haben. Das alles beeinflusst Temperaturen, da sind sich die Ältesten der Inuit sicher. Sie haben von ihren Vorfahren wiederum die äußerst feine und aufmerksame Beobachtung der Natur, der Winde, des Himmels, der Sonnenlauf und der Untergangspunkte gelernt, weil das für das Überleben dort in der gnadenlosen Eiswüste unabdingbar ist. Die Inuit beobachten alle diese feinen Zeichen sehr viel genauer und aufmerksamer als wir. Wer möchte, kann an dieser Stelle den Film einfach mal stoppen und sich diesen Text alles durchlesen. Im ersten Teil des Filmes habe ich im Fakt 3 die Erdachsenneigung als einer der wesentlichen Wirkprinzipien der Eiszeit oder Warmzeit festgestellt. Diese Zeit ist mit einem Zeitraum von 41.000 Jahren als Zyklus anzusehen, wobei die Hälfte eben dann 20.500 Jahre sind und die letzte Eiszeit ging vor 11.000 Jahren zu Ende. Die letzte Eiszeit hatte also ihre grundsätzlichen Auswirkungen durch die Erdachsenneigung. Einmal im Jahr umkreist die Erde die Sonne. Dabei haben wir bestimmte Positionen, wo sich die Jahreszeiten verändern. Dies gilt sowohl in einer Warmzeit als auch in einer Eiszeit. Der Wirkfaktor 2 in der Klimaveränderung liegt auch in der Entfernung, wie die Erde zur Sonne fliegt, und dies hat einen Zyklus von 401.000 Jahren. Beide Wirkfaktoren wirken aufeinander ein und machen das System chaotisch, so dass es kaum zu berechnen ist. Die Rotation der Erde und die unterschiedliche Landmassenverteilung ist ein dritter Wirkfaktor, der noch zusätzlich mit berücksichtigt werden muss. Ja, Leute, um dieses Chaos oder diese Chaos-Theorie ein bisschen besser zu erklären, stellt euch einfach mal vor, wir hätten ein Pendel, das immer regelmäßig hin und her pendelt. Das könnte man also genau berechnen, wie das abläuft. Der zweite Wirkfaktor wäre jetzt ein zweites Pendel, das darunter hängt. Ja, da wird das Ganze ganz anders aussehen. Es heißt, es wird irgendwie chaotisch diese Schwingungen sein. Und wenn man jetzt noch ein drittes Pendel oder alle weiteren Faktoren darunter hängt, dann kann mit Sicherheit niemand mehr voraussagen, wie die Entwicklung eigentlich sein soll. Und das ist eigentlich das ganze Problem. Und das bedeutet, dass in diesem Chaos eigentlich, wenn wir hier oben das Blau dargestellt sehen, die Erdachsenneigung und die schwarze Linie, die so gezackt ist, ist praktisch das Klima, wie sich das eigentlich grundsätzlich zwar verhält, aber gewaltige Ausschläge nach oben und unten hat. Und das ist eben das, was wir jetzt auch zurzeit erleben. Ja, Leute, und es gibt vor allen Dingen viele Wirkfaktoren. Wenn die Sonne zum Beispiel entsprechend hoch steht, wenn wir im Winter
nicht mehr so strenge Winter haben, wenn also nicht mehr so viel Schnee und Eis liegen bleibt, dann wird die Erde dunkler. Das bedeutet, dass die Sonneneinstrahlung nicht so stark reflektiert wird, sondern mehr auf die Erde einwirkt. Das hat insbesondere für den Permafrost wesentliche Auswirkungen. Wir sehen es einerseits in den Alpen, wo es immer mehr Felsstürze gibt, weil der Permafrost zurückgeht. Wir sehen es auch bei den Gletschern, die entsprechend zurückgehen, was übrigens schon einmal auch der Fall war, oder mindestens einmal. Aber vor allen Dingen eben den nördlichen Breitengraden, höheren, also höheren Breitengraden würde ich sagen, so dort haben wir etwa 25, 26% der Erdoberfläche als Permafrost. Der würde normalerweise in den Sommermonaten ein paar Zentimeter auftauen und danach wieder gefrieren. In der Zwischenzeit geht aber dieser Prozess weiter, es taut mehr auf als früher, was bedeutet, dass die Gebäude, die dort stehen, instabil werden. Aber es bedeutet eben auch, dass Pflanzenreste aus der Vergangenheit langsam beginnen zu verrotten. Und es wird Methangas freigesetzt. Und zwar in riesigen Mengen. Mehr als wir uns eigentlich eigentlich vorstellen können. Das heißt, wir können das weder damit kompensieren, dass wir weniger Rinder oder Schweine in der Haltung haben. Dieser Prozess ist nicht aufhaltbar und wird mehr und mehr Methangas freisetzen. Es ist ein Prozess, der jetzt bereits begonnen hat. Was im Wesentlichen unser Wetter, aber auch das Klima ausmacht, das sind die Meeresströmungen. Kennen unter anderem den Golfstrom, der vom Äquator rüber nach Mexiko, nach Norden hochzieht und eben dann Richtung Europa geht. Dieser Strom bewirkt zum Beispiel, dass wir entsprechend ein mildes Klima praktisch haben in Mitteleuropa. Wenn dieser Golfsturm nicht wäre, wäre es praktisch ja buchstäblich Eiszeit. Es würden also entsprechend dramatische Klimaveränderungen stattfinden. Aber nicht nur der Golfstrom ist wichtig, auch alle anderen Meeresströmungen, die wir kennen, unter AMOC, wie sie das Ding nennt, bedeutet, dass diese Meeresströmungen wesentlich einen Einfluss auf unser Klima haben. Wir stellen derzeit fest, dass der Golfstrom in der Zwischenzeit um etwa 15% schwächer geworden ist und dass es auch entsprechende Verwirbelungen gibt. Wenn wir mal in die Geschichte schauen, haben sich diese Strömungen ganz erheblich für das Klima Auswirkungen gehabt. So vor etwa 8000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit waren zum Beispiel Meeresströmungen, die vom pazifischen Raum, sondern vom atlantischen Raum nach Südafrika gingen und vom Indischen Ozean ebenfalls nach Südafrika. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass es wie auf dem indischen Subkontinent es regelmäßige Monsunregen gab und da war damals, so vor 8000 Jahren, war die Sahara, war Afrika praktisch ein blühender Garten Eden. Und etwa 2000 Jahre später, als sich die Meeresströmungen verändert hatten, kam die Wüste zurück und wir kennen das Afrika, von heute. Das heißt, die Menschen mussten sich aus diesen Gebieten zurückziehen, weil es nicht mehr möglich war, dort Landwirtschaft, Viehwirtschaft zu, halten und man hatte einfach auch kein Wasser mehr zum Leben. Erkennen, dass so vor rund 2000 Jahren es Veränderungen ebenfalls gab. Einerseits war natürlich auch mal Vulkanismus ein wesentlicher Faktor, aber auch eben diese Meeresströmungen. Sie bewirken, dass in Südamerika Kulturen ausgestorben sind, eben wegen fehlenden Wassers, wie man heute festgestellt hat, Landwirtschaft nicht mehr möglich war. Man kennt es aus der Zeit der Römer, so 300, 400 nach Christus, als sich das Klima entsprechend veränderte, war es mit unter anderem auch ein
Faktor, der zum Niedergang des Römischen Reiches führte, nicht nur, aber eben auch. Und wir stellen fest, in der Zeit der Wikinger, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, was da alles passierte, bis hin zur kleinen Eiszeit, ausgehend bis zum 19. Jahrhundert. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was ich darüber gefunden habe. Zum Thema Wikinger habe ich in Wikipedia Folgendes gefunden. Infolge der Klimaveränderung besiedelten die Wikinger ab 870 Island und ab 986 Grönland. Im 15. Jahrhundert und ab dem 17. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert kam das Eis zurück. Island wurde von der Außenwelt zeitweise also abgeschnitten, was die Bevölkerungsrate natürlich verringerte. Im 16. Jahrhundert wurden skandinavische Kolonien entsprechend aufgegeben. Im 13. Jahrhundert waren bis zu 3000 Menschen dort. Tja, und durch Ausgrabungen hat man festgestellt, dass vor etwa 6000 Jahren in der Themse in England Flusspferde waren. Man hat entsprechende Knochen gefunden. Das Klima war damals also völlig anders und wärmer, als wir uns das heute hier vorstellen können. In der kleinen Eiszeit, in dem Jahr ohne Sommer, als es im August sogar schneite, konnten die Menschen über die Themse, über das Eis laufen. So viel in kurzer Zeit über Klimaveränderungen. Ja, und damals hatte sich also der Golfstrom offensichtlich lediglich um 10% verändert. Heute sind es bereits 15%. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich mache mal einen Link darunter über eine Simulation der NASA, die zeigt, wie das Polareis des Nordpols in den letzten Jahrzehnten sich verändert hat. Wenn wir bedenken, dass Süßwasser leichter ist als Salzwasser und die riesigen Mengen, die hier einfließen, kann man sich sehr gut vorstellen, wie schnell dieser Motor des Klimas, nämlich die Meeresströmungen, ins Stottern geraten. Und das kann relativ schnell in kurzer Zeit dramatische Auswirkungen auch für uns in Mitteleuropa genauso wie anderswo auf der Welt zur Folge haben. Ja, und heute mit dem Wetter, da stellen wir also fest, ein Hitzerekord jagt den anderen. In den letzten Jahren wurde es also immer wärmer auf der einen Seite, wir hatten starke Trockenheit, so wie wir es jetzt auch in diesem Jahr in Südeuropa feststellen, also mit absoluten Hitzerekorden, Waldbränden, während bei uns dann neben der großen Wärme auch immer wieder Starkniederschläge sind, Hagelschläge. Und wenn wir also diese Luftmassengrenzen dann immer zusammenbekommen bei uns, dann knallt es eben entsprechend heftig, auch mit Hagel etc. Entschuldigung. Aber wir müssen einmal auch einmal bedenken, dass diese Veränderungen relativ normal sind. Und wenn wir uns in der kleinen Eiszeit, ja, was ja eigentlich in der Zeit der Erdzeit eigentlich gar nichts ist, wenn wir uns da also vorstellen, wie da eigentlich das Wetter war und wie da die Wasserverhältnisse bei uns waren, dazu schauen wir uns mal ein Bild an. Dann wissen wir, auf was wir uns einstellen müssen. Ja, Leute, dieses Bild wollte man ja bei Facebook nicht gerne sehen, ja, aber es zeigt, wie in der Vergangenheit von bis heute die Hochwasserstände eigentlich waren. Schaut mal die oberen Hochwasserstände an. Sie gehen zurück in die Zeit der kleinen Eiszeit. Und genau in dieser Zeit hat der Mensch eigentlich noch keine Flussbegradigungen gemacht. Und es waren genügend Auwälder vorhanden, wo der Fluss eigentlich genügend Wasser hinspeichern konnte. Und dennoch gab es so hohe Wasserstände. Könnt ihr euch vorstellen, was heute passiert, wenn wir mit solchen Wasserständen zu rechnen haben?
Wie sollten wir uns also jetzt darauf einstellen? Denn das wird die Frage unserer Zukunft werden. Ja, dann überlegen wir uns auch einmal, wie sich das Wetter eigentlich verändert. Wir haben immer mehr Stürme. So Orkane wie Ella und Kyrill werden keine Seltenheit mehr sein. Sie werden sich häufen. Die Schäden, die sowohl an Bauten als auch in den Wäldern passierten, da gibt es Filme dazu in YouTube. Wenn ihr die anschaut, dann lässt das Schlimmes erahnen. Wir haben ein Artensterben sondersgleichen. Wenn wir bedenken, dass durch die Trockenheit der Borkenkäfer sein Übriges tut, um unsere Wälder, die leider sehr viele Monokulturen sind, weiter zu schädigen, können wir uns darauf einstellen, was die Zukunft eigentlich bringt. Das bedeutet, im nächsten Teil des Filmes werden wir uns überlegen müssen, welche Maßnahmen wir persönlich in der Zukunft treffen müssen, um davor gewappnet zu sein und diese Zeit zu überstehen, bis sich das Klima wieder normalisiert. Ich denke nicht, dass wir in den nächsten paar hundert Jahren mit einer Eiszeit auf Dauer zu rechnen haben. Aber die Klimaveränderungen, die auftreten, ähneln eben dann jetzt einer Warmphase und in Kürze auch einer entsprechenden Eiszeit. Wir müssen uns überlegen, dieser Professor, bei dem ich also die verschiedenen Vorlesungen mir angeschaut habe, der hat also erklärt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen kann. Und er begründete das Ganze damit, mit dem Einfluss des Menschen. Das heißt, er versuchte damit zu erklären, dass das CO2, das der Mensch sozusagen mit einbringt, diese Klimaveränderung mit auslöst. Ich denke, wenn wir diese großen Veränderungen anschauen und auch wissen, dass wir im Mittelalter und vor 2000 Jahren hier keine großen Einflüsse darauf hatten, ist es eher, naja, zweifelhaft, ob da das der Grund ist. Ich möchte es deshalb lieber einmal anders erklären, nämlich so. Ja, ich betrachte das Ganze eher als eine Mausefalle, die gespannt ist. Das heißt, die Energie, die da drin steckt, um uns in eine Eiszeit zu katapultieren, und unten der Auslöser, dort wo die Kräfte der Wirkfaktoren einwirken, um eben letztlich diesen Klimawandel auf Dauer auszulösen. Und dann kommt da eine Fliege namens Mensch, die sich eben auf diesen Auslöser setzt. Wir können uns jetzt aussuchen, ob es eine kleine Fruchtfliege ist oder eine dicke, fette Monster Aportica, die da drauf einen Stepptanz macht. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Fliege jetzt diese Mausefalle auslöst? Theoretisch wäre es möglich, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Tja, in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Film. Dann unterhalten wir uns einmal über die Folgen und wie wir darauf reagieren sollten.